Herzlich willkommen, liebe Leute! Oh nein! Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Live on Two Wheels. Kommentiert, Kommentare, Kauft mein Merch, Link ist in der Beschreibung. So, jetzt geht's los, ja. Ich habe mir zu gewissen Videos gewisse Kommentare rausgesucht, denn manche checken es einfach nicht. Und warte mal, hier ist irgendwas, bitte. Besser. So, nämlich, ich will ein neues Format auf den Markt bringen, gibt's zum Glück noch überhaupt nicht auf ganz YouTube, aber ich denke mal, ich folge der Mainstream-Scheiße und mache einfach auch so ein scheiß Video, Digga. Heute auf Punkt Nummer 1. Erstens mal, ich filme mit einer neuen Kamera, das heißt, die Audioqualität ist vielleicht nicht ganz so nice, weil das benutze ich im Endeffekt gerade überhaupt nicht, nämlich das Mikrofon der Kamera. Und ich filme das Ganze gerade mit einer Sony Alpha 6000. In Full HD. Oh ja. Dummer Mensch, lauf vor das Motorrad. Da verstehen nämlich einige das Video nicht oder sind einfach zu dumm im Kopf. Keine Ahnung. Ich hau einfach mal ein paar Kommentare hier rein ins Video, ja. Mach mal Stunts mit einer Cross übers Gelände. Wer das sehen will, liked. Das habe ich auch kommentiert. Ich habe leider keine Cross und kein Geländer in der Umgebung, aber ich würde es machen, wenn ich eine Cross hätte, aber ich habe keine Cross und das wird sich auch vorerst nicht ändern, weil ich da keinen Bock drauf habe, irgendwie so, ne? Wärst du zurückgefahren und hättest ihn gefragt, was das soll? Ja, in dem Moment, wo man das realisiert, wie ins Motorrad reinlaufen will, bist du irgendwie im Moment so geschockt, du kannst das gar nicht realisieren und keine Ahnung. Irgendwie war ich zu dem Zeitpunkt komplett geschockt. Er hat sein Video gesehen, das waren nur Idioten unterwegs den ganzen Tag und ich habe mich den ganzen Tag darüber aufgeregt und da habe ich keinen Bock mehr gehabt dann. Außerdem hätte ich den Wichser dann umgefahren wahrscheinlich. Wo war der Crash? Kein Hate! Ich dachte nur, sowas kommt da noch. Ich habe einen Kommentar falsch vorgelesen, juckt mich nicht. Lieber Lassie Luke, der Crash ist in Sekunde 8 vom Video passiert, ja, also vielleicht mal neue Kopfhörer kaufen oder so weiter. Ich verlinke euch die mal in der Videobeschreibung. Damit habt ihr super Klang. Optimus Prime, mein cocky Moderator, kauft sein Merch. Digga, bester Moderator ever. Bester Kommentar, Leute. Haut rein. Moser schreibt, und wo war jetzt der Crash? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Der Crash, wie gesagt, es hilft dir, wenn du dir das Video erstmal anguckst und dann einen Kommentar schreibst, beziehungsweise dir das ganze Video anguckst, ohne einmal zu überspringen. Das hilft meistens bei deiner Frage sogar schon, weil das sogar ziemlich am Anfang war. Der Junge am Anfang ist einfach der King. Da habt ihr recht, das ist ein wahrer Live on Two Wheels Fan. Servus! Und die typische Altersklasse von Bibis Beauty Palace. Crash Fragezeichen schreibt XReezyX. Ne, nix X, nur XReezy. Punkt. Irgendwas. Haben wir noch Sicky, Mann? Der Crash ist auf Sekunde 8. Eyun Sen schreibt, so ein klickgeiler Titel, das ist doch kein Crash, du Opfer. Ja, ich weiß nicht, was das war, ich spul's dir einfach nochmal ein, zweimal ein. Ah, es tut mir leid, dass ich so Clickbait mache, ja. Meine Titel stehen ja überhaupt nicht zum Video, oh mein Gott. Lukas Natke schreibt, Digi, hast du die Thumbnail-Scheiße wirklich nötig? Ich will mich jetzt nicht aufregen über das Thema, aber ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, das kann man sich angucken. Und ich blende euch mal ein paar Thumbnails ein von amerikanischen Motovloggern, das sagt kein einziger Mensch was dagegen, ja? Kein einziger Mensch. Hello.
Marlon schreibt, Clickbait und scheiße Gelaber, GG. So muss das sein, YouTube Österreich, oder? Piep. Übrigens, wenn euch das Video gefällt, drückt einen Daumen nach oben, um mich zu supporten und schreibt einen sinnfreien Kommentar. Kauft mein Merch jetzt noch, vor Weihnachten, letzte Chance, Leute, letzte Chance vor Weihnachten. Double Bizeps, piep. Piet Koloska schreibt, mich juckt diese Clickbait-Kacke sowas von gar nicht. Digga, dann schalt nie wieder YouTube ein, weil auf YouTube gibt's nur noch Clickbait-Scheiße. Aldi07 schreibt, hab mir deinen Pullover gekauft. Digga, dankeschön für deinen Support, bam bam bam. Wegen Leuten wie denen, oder wegen dir, ist es mir möglich, dass ich mir diese Kamera kaufen kann für bessere Instagram-Fotos nächstes Jahr, für bessere Videoqualität. Und danke Leute. Ich wünsche einen schönen Tag. Daumen nicht vergessen, Kommentar schreiben nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und das Video teilen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Okay, das war scheiße. Jungs, ich bin hier raus. Ich mach Feierabend. Es juckt mich nicht mehr.